Ihr fantastischen Menschen, ich grüße euch und heute haben wir eine ganz besondere Blätterfolge und zwar blättern wir in einer Ausgabe der 395 der Videogames. Mir ist das Magazin wirklich gänzlich unbekannt. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt, noch nie gelesen. Ich bin aber durch Zufall drüber gestolpert, weil wir diese Woche quasi die inoffizielle Virtual Boy Woche haben. Und da haben sie das wirklich hier erwähnt. Ne? Da haben sie anscheinend einen Messereindruck gehabt. Virtual Boy, Top oder Flop. Und ich würde sagen, mal gucken, was sie dazu sagen. Ich kann mir schon so ungefähr vorstellen, was sie sagen. Aber ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal in dieses wunderbare Magazin rein. Sie decken hier auf jeden Fall alle Systeme ab. Es ist kein reines Nintendo-Magazin oder kein reines Konsolen-Magazin. Es scheint auch mit Atari hier versorgt zu sein. Nur PC scheint nicht dabei zu sein. Also ich schätze mal, ich würde es mal sagen, so Heimkonsolen-Heimcomputer werden hier abgedeckt. Gucken wir mal hin. Und wir werden hier gleich begrüßt mit einer schönen Werbeanzeige für Blackhawk, einen von Blizzard Entertainment ja quasi. Ich weiß nicht, ob sie da schon Blizzard hießen oder nicht. Er hat ja auch so einen gemischten Ruf. Ich habe da mal reingespielt. Ich kam damit nicht ganz so klar, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal. Hier haben wir natürlich noch super Eindrücke aus den 90ern von Las Vegas, denn es geht natürlich hier auch um die Messe in Las Vegas. Wunderbar, schauen wir mal. Inhaltsmagazin, ich würde sagen, wir überspringen das einfach mal und blättern es einfach grob durch. Hier haben wir auch schon die Winter CS 94, Segas Neptune, Mega Drive in 32X Power in einem Gehäuse. Ich glaube, das ist auch nie erschienen, oder? Ich meine, mit Add-on ist das nie erschienen. Das war ja auch so ein bisschen das Problem Sega später. Dass es dann kam das CD-Add-on, dann kam das 32X Add-on, aber auch kurz darauf später kam der Saturn raus und irgendwie wusste keiner so recht, was er damit irgendwie anfangen soll und was er davon halten sollte. Und das war einfach zu viel und zu undurchsichtig. Ne? Haben wir hier der Europa-Saturn, ne? Also, das ist wirklich so kurios. Es wird ein Upgrade-System für den Mega Drive angekündigt oder geplant. Und dann kommt auch noch die offizielle Nachfolgerkonsole. Ne? Ich bin jetzt kein Sega-Experte, deswegen kann ich das jetzt nicht genauer erörtern. Ich habe das nur mal hier und da in irgendwelchen Videos gesehen. Und dieses 32X Add-on, das war ja wirklich, lief nicht so gut. Deswegen werde ich jetzt ja auch nicht großartig auf die Spiele hier eingehen. Hier haben wir den Jaguar von Atari war das ja. Ist ja auch ziemlich gefloppt, war aber seiner Zeit von der Technik her schon einiges voraus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch da habe ich nur ein paar Videos gesehen, ich habe das Ding noch nie gespielt. War aber interessant, aber vor allen Dingen, Leute, aus heutiger Sicht zumindest, guckt euch das Gamepad an. Was soll das denn sein? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt super prima in der Hand lag. Und hier haben wir, ach so, Kombi geht, Jaguar plus CD-ROM, okay. War Jaguar nicht automatisch CD-ROM oder war das jetzt das Add-on, was dazu kam? Es kann natürlich sein, dass da das Add-on jetzt gemeint war und dass er Jaguar Module hat. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das released wurde, ehrlich gesagt. Ob das auf den Markt kam, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, da wurde so einiges angekündigt, was dann später nicht herauskam. Aber Boogerman, der fullste Jump'n'Run hält erscheint in Kürze für das Super Nintendo. Ja, das ist ja auch eines dieser berühmten, kuriosen Titel, die in der YouTube-Welt immer mal wieder herangezogen wurden. Muss ich auch mal reinspielen, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch weitere Bilder. Wie gesagt, oh. Würde man heute auch nicht mehr machen, oder? Zigarettenwerbung in einem Videospielmagazin. Ha! Kurios. Mitte der 90er war das noch möglich anscheinend. Gute Eltern schlagen ihre Kinder. Auf dem Mega Drive 32X. Ich wusste, dass das muss eine Sega-Werbung sein. So edgy, wie das hier rüberkam. Das muss eine. Oh Gott, das lohnt sich ja schon fast das Magazin hier wegen der Werbung. Ah, herrlich. Würde man auch heute nicht mehr so machen, glaube ich. In Secret of Evermore, wunderbares Spiel, wird hier auch vorgestellt.
und diverse andere Sachen. Ist schon kurios, auch dass das hier, das mit den Jaguar so groß gezeigt wird, weil es so in meiner Realität damals so überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil das so nischig war. Und es ist echt mal interessant, hier mal so entsprechende Einsichten zu haben. Das hier ist 32X Add-on, das kam ja auch wirklich raus, das sieht man hier auch, ne? Wie viele verschiedene Varianten das gab, und dann sollte das anscheinend geplant noch als Mega Drive zusammen verheiratet, Gottes Gott, wer sollte denn da noch durchsteigen? Das ist ja schon fast so schlimm wie die heutigen Konsolen, wo auch keiner mehr durchsteigt, zumindest der sich damit nicht auskennt, was da was ist. Ich sag nur Xbox mit den ganzen komischen Namen. Naja, schauen wir mal weiter. Shiny Entertainment, die kenne ich allerdings ziemlich gut. Die haben hier Earthworm Jim gemacht und die waren auch auf dem PC damals. Zu der Zeit war ich ja schon eher so der PC-Zocker, waren die auch sehr bekannt, haben ziemlich coole Spiele gemacht, wie MDK zum Beispiel. Hatten einen sehr, sehr guten Ruf weg auf jeden Fall. Und hier scheint es eine Studio-Begehung zu geben. Oh, Blizzard auch. Woran arbeiten sie denn da? Das Spiel sagt mir gar nichts. Wenn das irgendein Blizzard-Spiel sein soll, ich habe keine Ahnung. Hier seht ihr eine Super Nintendo-Entwicklungsstation. Wollt ihr mal gucken? Wow. Wunderbar. Wunderbar stolz auf die gesamte Produktpalette präsentiert. Hätten sie da gewusst, wie Blizzard denn noch später wachsen würde und wie begeistert man da sein kann. So könnten zukünftige Ultra 64-Spiele aussehen. Nein. Nein. Und hat Blizzard für das Nintendo 64 Spiele herausgebracht? Ich bin mir gerade unsicher. Ist ja nicht so mehr mein System. PlayStation News. Da ich mich mit der PlayStation überhaupt nicht auskenne, werde ich das jetzt nicht großartig kommentieren, weil ich das überhaupt nicht einordnen kann. Diese frühen 3D- Konsolen, also ne, den Nintendo 64, PlayStation. Ich hatte damals nicht so den Zugang und die sind einfach super schlecht gealtert. Also sich jetzt noch damit auseinanderzusetzen, das kann man eigentlich fast nur begründen, wenn man da wirklich entsprechende kindlichen Faszinationen und Erinnerungen hat. Aber aus heutiger Sicht, also die frühe 3D-Grafik ist echt fies. Pixel-Grafik, das geht ja immer noch, aber 3D-Grafik, boah. 3DO News, das gab's da auch noch. Ha! Wing Commander 3, ja, mit diesen super Videosequenzen, das weiß ich noch, wie fantastisch das damals war. Panzergeneral von SSI ist das erste reine Strategiespiel für den 3DO, okay. Das ist jetzt aber auch eher, war schon damals vom Grafikstil her eher trocken, ne? Und dass das jetzt auf den 3DO, was ja eigentlich so bekannt ist für die Multimedia-Fähigkeiten, finde ich interessant. Da wurde wahrscheinlich einfach draufgebracht, was noch geht, ne? In Drug Wars von American Laser Games fragt ihr euch mit Drogendealern rum, mit Lasern. Scheint so eine Art Railgun-Shooter zu sein, im Zweifel. Braucht man auch nicht, aber das war ja auch die Zeit, ne? Die Entwickler hatten plötzlich diese CD, das Medium CD quasi zur Verfügung, und das mussten sie auch irgendwie nutzen, ne? Und also haben sie dann so irgendwie auf Krampf heraus immer irgendwelche Multimedia-Inhalte reingepackt, ob man es braucht oder nicht. Return Fire, auch das sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Also das hätte mich jetzt nicht überzeugt, mir ein 3DO zu kaufen. Was haben wir hier? Sega News. Oh Gott, wie viele Sachen haben die denn früher rausgepumpt? Ohne Scheiß. So, also der Sega Saturn, okay, der ist ja erschienen, ist gefloppt, wissen wir. Saturn Joystick, okay, gut, das ist quasi der Arcade-Stick dafür. Eine Maus für Rollen- und Strategiespiele. Gab es da viele Spiele, die das benutzt haben? Denn hier wahrscheinlich ein 4-Spieler-Adapter oder 6-Spieler-Adapter? Ach, 6-Spieler-Adapter. Alter, und dennoch ein Lenkrad. Also Sega war da sehr optimistisch an Sachen, die sie rausgepumpt haben, oder? Wow. Oh, wie man sieht, Videogames 104.065 verkaufte Auflage. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die wirklich so groß sind. Weil ich habe damals hab ich die überhaupt nicht mitbekommen, aber vielleicht, weil sie halt keinen PC haben. Jaguar News, Fight for Life. Oh. Also selbst wenn man das jetzt in Relation zu den frühen 3D-Spielen nimmt, Alter, ist das hässlich. Allein von der Farbgebung.
Eieieiei. Das Ultra 64 und der Virtual Boy. Yay! Okay, das Ultra 64, das ist, war ja der Codename für das Nintendo 64. Hier wurden natürlich dann die entsprechenden Eindrücke gegeben, aber was sagen sie im Prinzip? Obwohl, bla bla bla, beschränkt sich Nintendo Sports weiter im hinlänglich bekannten Kampf an. Okay, ich überfliege es gerade mal. Also scheint vorsichtig der Artikel auszufallen. Aber hier, der Virtual Boy, das interessiert mich jetzt wirklich, ehrlich gesagt. Das habe ich vorhin schon mal kurz überflogen. Man sieht es natürlich, ich habe es ja auch selber da, die Konsole, und mal reingespielt. Die Kritikpunkte, die die natürlich da geschrieben haben, stimmt schon. Also im Prinzip sagen sie von wegen, hey, ist ein bisschen unbequem. Das Joypad liegt wirklich exzellent in der Hand, das kann ich wirklich bestätigen. Das ist sehr, sehr cool, dass... packt sich gut an, das fühlt sich gut an, auch mit den Steuerkreuzen und so weiter, das haben sie wirklich gut gemacht. Die Haltung ist halt natürlich kacke und es ist ein 32-Bit-System. Die Grafik finde ich entsprechend echt gar nicht mal so verkehrt, denn der 3D-Effekt ist auch cool. Aber hier steht natürlich schon, trug nichts zum Spielspaß bei. Also die Spiele, die ich bisher gespielt habe, wäre es wirklich so teilweise von wegen, hey, es ist verzichtbar, es ist jetzt nicht... Es ist kein Muss, aber das System bietet das halt. Ist halt eine echt coole Sache, ein Kuriosum. Dass es so hart gefloppt ist, verstehe ich jetzt persönlich nicht. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil das so oft denn so als der Nachfolger des Game Boys gehandelt wurde, als portables System und so weiter. Und das ist es einfach nicht. Es ist aber, es ist ein sehr, sehr schönes Gerät, finde ich auf jeden Fall. Aber die Einschätzung hier für den Massenmarkt ist leider korrekt. Der Super FX Chip 2, ja, Star Fox 2, wie wir alle wissen, ist das nie erschienen, leider. Comanche? Es sollte Comanche für das Super Nintendo geben? Vor allem auf dem PC habe ich das abgefeiert ohne Ende. Im Juli 95 soll die Super Nintendo Umsetzung folgen. Was? Aber nee, das ist ja nicht zustande gekommen. Das hätte ich mitbekommen. Comanche auf dem Super Nintendo. Ha. Bin ich gerade echt überrascht, das wäre echt eine geile Sache gewesen, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie möglich gewesen wäre mit dem Super FX Chip 2 oder sowas, aber das war ja schon auf dem PC mit dieser Voxel-Grafik, das war das Besondere, dass man große Landschaften hatte, wo man weit gucken konnte. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so 1:1 umsetzbar auf dem Super Nintendo gewesen wäre und deswegen ist es wahrscheinlich nicht erschienen, aber das schien ja wirklich sehr konkret hier schon gewesen zu sein. Boah, das wäre natürlich richtig geil gewesen. Also mittlerweile gefällt es mir fast mehr in solchen Magazinen zu blättern als in den Club Nintendo Ausgaben, weil man da mehr so Kurioses sieht, was nie erschienen ist oder was nie herauskommen wird. Hier haben wir den Leserbrief und natürlich hier, boah, guckt ihr euch mal, wie kleinteilig diese Anzeigen damals waren, ne? Krass. So haben Spielehändler vor Internetzeiten, haben sie sich da Kundschaft verschafft. In der heutigen Zeit undenkbar. Großes Stargate-Gewinnspiel. Wobei die Stargate-Spiele ja teilweise echt seltsam sind. Das sind ja so oft so Puzzle-Spiele geworden. Ich weiß es gar nicht, welcher Konsole jetzt die beiden Bilder sind. Ich schätze mal von der Sega-Variante. Sieht aber auch nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Aber hey, zu Promo-Zwecken, warum auch nicht? Neo Geo Total. CD-ROM-Spiele. Neo Geo Total, Neo Geo CD-ROM, PAL oder RGB für 990 Euro. Ist egal welches Spiel oder worauf ist das hier bezogen? Was ist das Neo Geo CD-ROM? Oder nee, Quatsch, meine Konsole natürlich, aber ist natürlich heftig. Ne? 990 D-Mark, heute in Euro umgerechnet mit der Inflation. Das war ein Brett, ich sag's euch. Genau, die Spiele, die waren auf CD dann halt so um 100 Euro. Weil das Problem vom Neo Geo war ja, dass das ja auf diesen riesigen Cartridges kam, das frühe. Und dadurch natürlich auch super teuer war. Ich glaube, da hat ein Spiel 200, 300 Euro gekostet, D-Mark gekostet. Wenn ich mir da nicht irgendwie komplett irre. Auch da, ich bin kein Neo Geo Experte. Hier haben wir natürlich die üblichen Tipps. Ein nettes Comic, schöne Fanzeichnungen, ein schönes Poster von irgendeinem Kampfspiel. Ist das Tekken oder ach, das ist hier wahrscheinlich da? Hey, ich und Fighting Games.
Wir sind so. Aber wirklich. Ich bin so viel so mit Leserbriefen und Tipps und Tricks, ne? Aber das war ja auch so die Zeit der Magazine zu der Zeit. Ja, die Zeit der Magazine zu der Zeit. Panda 1A. Ne? Im Reden 1 plus mit Sternchen. Gibt es auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Es gab ja nicht das Internet, also das Internet gab es schon, aber natürlich nicht in der Form, wie es heute ist und auch schon gar nicht so zugänglich, wie es heute ist. Und wenn man mal nicht weiterkam, dann hat man sich halt damals diese Magazine gekauft, wo dann irgendwelche Tipps drin standen, die man dann halt angewendet hat. Ich sollte nicht sonntags nachmittags, sollte ich nicht irgendwelche Sachen aufnehmen. Da ist mein Redezentrum anscheinend irgendwie gestört. Was mich aber irgendwie echt so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Kleinanzeigen, war viel tauschen und verkaufen. Ich blätter mal kurz. Guckt euch das mal an. Auf Seite 82 fangen die Spieletests an. Und das Magazin hat 115 Seiten. In der heutigen Zeit, das ist ja eher umgekehrt. Da hat man diese Spielebesprechung den größten Teil und die News. Da denkt man sich, okay, die Leute holen sich das eh aus dem Internet, da müssen wir nur das Notwendigste schreiben. Ist schon krass, wie sich das gewandelt hat, ohne Scheiß. Finde ich echt überraschend. Ja, Killer-Erdbeben, anscheinend in Kobe schien es damals ein Erdbeben gegeben zu haben. Okay, Theme Park. Wunderschönes Spiel, habe ich auf dem PC damals hoch und runter gespielt. Auf dem Super Nintendo ist es okay umgesetzt worden. So ein Spiel lebt natürlich von einer Maussteuerung, aber ist für die Verhältnisse des Super Nintendos gut angepasst worden, auf jeden Fall. Warlock habe ich auch sogar schon mal einen Test dazu gehabt. Ist ein nettes Spiel, grafisch reizvoll, Warlock. Das Spiel jedoch lädt euch das Grauen. Die heile Welt seht ihr nur im Vorspann. Ja, also es ist nicht einfach das Spiel, es ist sehr eigensinnig, aber es sieht gut aus, auf jeden Fall. Automaten-News, ja, ne? Tekken, Sega Championship Rally, Ace Driver, so werten wir, ist okay, scheint ein normales System zu sein. Ach, ist natürlich schön mit Bildern von den Testern, wie sie es finden, sehr ausdrucksstark, sehr schön. Die Hitparade, Media Control. Donkey Kong Country, ja. Also es ist mal interessant, dass man hier jetzt keine Hitliste von Club Nintendo hat, wo es irgendwie gewotet wurde, sondern wirklich von Verkaufszahlen. Donkey Kong Country, ja. Super Mario Land 3, ja, die Schlümpfe, okay. Denn Donkey Kong auf dem Game Boy, Kirby's Dream Land auf dem Game Boy, okay. Der König der Löwen auf dem Super Nintendo, Secret of Mana, okay, die Schlümpfe. Super Mario Land 2, das Dschungelbuch, ja, würde ich so unterschreiben. Wie sieht es bei Sega aus? König der Löwen, Sonic, FIFA, NHL, Sonic, Urban Strike, das Dschungelbuch, Echo the Dolphin, Earthworm Jim, Mickey Mania. Ja, alles wunderbare Spiele, also da sehe ich das auch so, ehrlich gesagt. Die Lesercharts, Donkey Kong Country, ja, auf jeden Fall. Das schien ja relativ frisch gewesen zu sein, auf jeden Fall. Earthworm Jim, ja. Dann Secret of Mana, stimme ich auch zu. Super Street Fighter 2 Turbo auf dem Super Nintendo, alles klar. Doom, indiziert, okay, wahrscheinlich auch Doom oder Wolfenstein. Gab es Wolfenstein? Ich glaube nicht, aber ich nehme an, auch Doom dann. Oder? Das kann das für ein indiziertes Spiel. Oder Mortal Kombat kann sein, oder? Wurde das irgendwann indiziert, die verwässerte Version? Ich bin mir gerade unsicher. Der Löwenkönig, okay, WWF War, Alien vs. Predator und Final Fantasy 3. Oh, das finde ich interessant, weil das ist ja auf dem Super Nintendo hier nie erschienen, dass das in der Lesercharts hier ist. Da sieht man mal, wie international die Leute hier schon gedacht haben. Okay, Atari Jaguar, Kampfspiel. Ach, das ist das Lustige, hatte der Angry Video Game Nerd, wo der Feuerball unter dem Kilt hervorkommt. Sehr schön. Dann haben wir hier Star Wars Arcade. Okay. Atari Jaguar, Bubsy. Ich glaube, Bubsy, das wurde damals wirklich, das ist ja so ein bisschen das Inbegriff des lieblosen Maskottchen-Plattformers, was halt so üblich war. Dass es sogar auf dem Jaguar geschafft hat. Das wurde, ich glaube, ich auf alles portiert, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, oder? Mega CD, okay, das sieht wie so ein Corpse Killer, sieht wie so ein typisches CD Full Motion Videospiel aus. 61% geht so.
Pitfall, Crime Control, auch ein weiteres Spiel, da gab es echt viele, ne, auf dem Mega-CD, aber ist auch so gesehen ja begründbar, weil, wie gesagt, die Entwickler, boah, wir haben so viel Platz, wie filmen wir das denn? Und dann haben sie halt ordentlich Videodateien drauf gemacht. War halt der heiße Scheiß da. Cannon Fodder, 80%, sehe ich auch so, hat viel Spaß gemacht, habe ich auch schon mal gespielt, wunderbar. Petit Frenzy für das Mega Drive scheint ein Ego-Shooter zu sein. Kann ich mir vorstellen, dass es da durchaus Probleme gab. Road Rash 3. Oh, Road Rash habe ich auf dem PC. Ich glaube, auf Windows 95 gab es das denn. Hoch und runter gespielt. Das ist echt cool. Ich bin ja nicht so der Rennspielfreund, aber wenn man auf dem Motorrad sitzt und andere Leute umboxen kann, ist immer super. Samurai Showdown auf den Mega Drive hat eine sehr, sehr gute Note bekommen. Auf dem Super Nintendo ist es ja auch rausgekommen. Da finde ich es auch nicht schlecht. Road Runner geht so. Also wenn ich das grafisch mit dem Super Nintendo vergleiche, da ist das Super Nintendo auf jeden Fall besser. Aber es kann natürlich auch hier an der Qualität der Screenshots liegen. Mr. Nuts, okay, das ist eine Maskottchen-Plattformer halt. Die Story of Thor, okay, Mega Drive. Das scheint auch so eine Art Zelda-Klon zu sein. Sehr, sehr Sega-lastig, ne? Wo ich mich gar nicht so mit rauskenne. Y-Star ist auf jeden Fall cool. Also ich habe das auf dem Game Gear mal angespielt. Das ist ganz cool, weil ihr spielt so einen Stern als Plattformer und eure Fähigkeit ist halt eure Hände. Klingt komisch, aber dann könnt ihr mit euren Händen Gegner an euch heranziehen und die mit einer Kopfnuss quasi ausschalten. Macht Spaß, macht durchaus Spaß. Dann haben wir hier Unnecessary Roughness. Okay, das scheint ein ja, Football-Spiel zu sein. Striker. Dann haben wir ja Tennis, IndyCar, Power Drive. Boah, da gab es viele Rennspiele und Sportspiele zu der Zeit noch. Ne? In der heutigen Zeit gibt es nur noch so diese paar großen Marken und das war es dann auch schon. NBA Jam. Okay, scheint auch gut abzuschneiden. Two Lies, finde ich super. Auf dem Super Nintendo durchaus gut umgesetzt. 70%, ja, also aus Retro-Perspektive würde ich vielleicht etwas mehr sogar sagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist auch auf jeden Fall auch auf den Game Boy ziemlich cool geworden, weil das so ein Top-Down-Shooter geworden ist. Und davon gibt es ja nicht so viele. Demon's Quest, was? Nur 72%. Das haben sie verkannt. Das gilt ja nicht umsonst als ein ziemlich Highlight. Also so 80% hätte ich da mindestens gegeben. Auch eins der teuren Module leider mittlerweile. Dann haben wir hier X-Men, das ist nicht ganz so geil. Also, wenn ich das hier vergleiche, Demon's Quest gegen dieses mittelmäßige X-Men, da sehe ich die Wertung okay. Aber hier, naja, kann ja auch mal daneben gegriffen werden. Okay, jetzt sehe ich auch gerade, hier ist die Nintendo-Ecke und deswegen waren vorher alles Sega-Tests. Hey, Panda, ich bin mal wieder der Oberchecker. Ja, Fußball, Flipper, Rocky und Pocky 2, das ist glaube ich auch ein Klopfspiel, ne? Hat aber doch eigentlich auch einen guten Ruf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Y-Star auf dem Game Gear, was ich gesagt habe, 71%, also ich finde es besser als das. Legend of Illusion, 81%, ist auch ziemlich cool. Test 2, also da stimme ich überall ein. Test 2 habe ich schon mal auch angespielt, habe ich da schon ein Testvideo gemacht, ich bin gerade unsicher. Mr. Tough, okay, das sieht auch schon so scheiße aus auf dem Super Nintendo. Dann haben wir hier Game Gear, genau, das ist ja dieses Stargate, ne, wo du irgendwie so komische 3D-Puzzles hast, was ich immer nicht gerafft habe, aber das kann natürlich durchaus sein, dass es daran liegt, weil ich es halt nicht gerafft habe, dass man sich etwas einlesen muss, wie das geht. Dann haben wir irgendwie Wario Blast, das ist wirklich ein sehr schönes Spiel, Bomberman meets Wario, kann man nichts falsch machen, Pinball, ja okay, ist Pinball. Dann haben wir Itchy und Scratchy. Das finde ich allerdings ein ziemlich cooles Spiel. Das ist das, meiner Meinung nach, das einzig wirklich gute Simpsons-Spiel auf dem Gameboy, weil es so eine Art Kombination aus Golf und Jump'n'Run ist. Das klingt zwar auf den ersten Blick etwas komisch, spielt sich aber ziemlich gut. Jungle Strike, also finde ich das wesentlich besser als das hier auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Jeden Fall. Shooter-Ecke. Schotter-Ecke. Ach, das sind wahrscheinlich die meines. Die Scheißspiele. Aladdin auf den Gameboy. Okay. Das ist anscheinend wirklich nicht gut. Was ist das? Hä? Am Ende Aladdin. Blödes Spiel. Aber so schlimm ist das doch gar nicht. 48%. Ich habe da auch mal reingespielt. Das ist halt ein normaler Plattformer. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Deswegen auch jetzt gerade meine Sprachlosigkeit. El Unsas. Das ist wirklich scheiße.
Rennspiel, Lord of the Rings, das soll wirklich auch kacke sein. Guckt euch mal diese Matschwüste hier als Grafik an. Beavis und Butthead, keine Ahnung. Rise of the Robots, das ist wirklich Mist. Auf dem Game Gear und auf dem Mega Drive, das war schon auf dem Super Nintendo eine Katastrophe. Dass es auf den anderen nicht so geil ist, ist klar. Werbung für Taschenrechner. Interessant. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Ist mal interessant, in so einer Spielezeitschrift rumzublättern. Ja, Virtual Boy ist natürlich eine korrekte Einschätzung. Leider, hier und da haben sie mal daneben gelegen, finde ich zumindest. Aber das Gute ist ja an Videospielen, das ist ja alles subjektiv. Und das ist auch gut so. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.